Jetzt muss ich hier wieder durchgehen. Ich bin schon drüben. Okay. Wie hast du da oben ein Ding hingemacht? Oh. Das versuche ich nochmal. Achso, falscher. Hä? Wo bin ich? Achso. Vielleicht kann man. Oh, das ist so ein langes Endlos-Level schon. Oh. Ich habe eine Idee. Ich hätte auch gerade schon eine Idee. So. Oh. Ich komme da. Ja, so weit war ich ja auch schon. Das ist mir auch passiert. Okay. Gut, dass wir die Erfahrung immer gemeinsam machen. Und unsere Erfahrungen so aktiv teilen. Da muss man halt erst springen. Also, lass das mal offen. Nee, dann springst du einfach wieder zurück. Das ergibt, glaube ich, nicht so viel Sinn. Nee, da oben ist eine Plattform, da komme ich zum Strudel. Zum Flubbel. Okay. Oh, ich habe kalte Hände. Ich glaube, ich muss mit Handschuhen. Alter, man kann da nicht mal eine Sekunde drin bleiben. Nee. Mit dem Feuer. Nee, ich habe auch eine andere Idee. Okay. Nein. Oha. Ah, das ist schon richtig so gewesen. Wir müssen irgendwo reinfallen, damit wir da rauskommen aus diesem Ding, was man drücken muss. Damit man zu dem Springflug, die kommt. Dann total. Wo kriegen wir eigentlich Würfel her? Keine Ahnung. Da brauchen wir keine. Da kann sich ein Mensch drauf stellen. Das ja. Reicht. Ja. Ich will da aber noch mal rüber und noch mal gucken. Aua! Hä, wieso? Wie soll man denn da rüber springen jetzt? Was ist denn jetzt mit denen los? Ich schleiche jetzt. Aha. Geht da durch. Ich hab's aufgemacht. So, weil da oben ist dann eine Plattform, wo man drauf springen kann. Und dann kann man von da aus wahrscheinlich irgendwie den Strudel irgendwie übernehmen. Man muss auf jeden Fall da hoch. Eigentlich muss man. Oh, jetzt hab ich mir einen Countdown gemacht. Ja, das ist ja egal. Vielleicht kann man halt da rüber und dann da. Was auf jeden Fall da hinten ist doch. Da hinten ist doch auch eine weiße Plattform da. Vorsicht, 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 Vorsicht! Alter! Da könnte man immer so 5 Sekunden drin bleiben, dann nächste Nacht und jetzt eine Sekunde tot. Vor allen Dingen so übertrieben, du. Inzwischen, ich komme nicht mal mehr rüber. Die hassen mich. Okay, ja, weil du sie in der Einfolge umbringen wolltest. Vermutlich. Ich wollte sie in mehreren Folgen schon umbringen, aber okay. Ich werde sofort getötet. Ja, ich komm da nicht rüber. Aber... Das ist voll gemein. Warte, ich muss jetzt mal hin. Ich jetzt auch. Man muss wirklich warten, bis die Sucher wieder deckt, also bis die wieder anfangen zu suchen. Ja, bis die halt still sind. Genau. Quasi. Aber die sind ja schon still, wenn ich da hinkomme. Die machen ja schon gar nichts mehr. Die stehen ja einfach nur rum. Das war auch die ganzen Weg da wieder hinlaufen muss. Und dann fangen die an zu suchen, dann geht's hier hin und her. Okay, jetzt habe ich Glück gehabt. Ah, da oben. Da sind auf jeden Fall Pfeile, dass man da hoch soll. Oh, ich habe schon wieder Countdown gemacht. Ja. Oh, da oben kommt man auch. Und drück mal den Knopf. Wie viel steht drauf? Achso, nee, warte. Ja, warte. Achso, nee. Okay. Ich muss gucken, ob ich erst die Dinger ausgeschaltet kriege, weil wenn ich da rausfalle, dann komme ich bloß da runter. Da. Ich glaube aber, wenn man da rausfliegt, dann kommt man nicht auf die Plattform.
glaube, das kann ich nicht. Nee. Dafür ist ja dann der Strudel gut, wahrscheinlich. Ah! Okay, einen habe ich jetzt umgebracht. Wie denn? Ich habe den hochgehoben und weggeschmissen. Hä, wie geht das? Ja, da auf dem Boden kann man auch ein Portal machen und dann kann man da halt so rüberspringen. Also hinter dir. Man kann die doch nicht hochheben. Doch, mit E. Aber es ging doch früher auch nicht. Aber das sind andere jetzt wahrscheinlich, oder wie? Doch, das ging auch schon. Es gingen nur die Toten, die da schon so im Spiel rumlagen. Die konnte man irgendwie nicht hochheben. Aber die Weißen haben wir doch auch nie hochgehoben. Nee. Oder weil die mal zu weit weg standen. Ja, vermutlich eher das. So. Jetzt kann man einfach. Wisst ihr, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, weil ich Portal 1 nicht gespielt habe oder was auch immer. Ich wusste nicht, dass man die anfassen kann. Oh, ich habe da jetzt auch einen Strudel gemacht, ne? Das wäre jetzt, glaube ich, auch in Portal 1 vielleicht nicht so nötig gewesen, aber ich fand die halt gut umzubringen. Okay. Was? Oh Mann. Ich gehe. Meerschweinchen-Modus. Oh. Was muss ich machen? Da oben ist so ein. Oh, da oben ist ein Portal. Eine Wand. So, da. Warte, da. Und du musst das eins auf dem Boden machen. Nein, nicht, noch nicht springen. Nee, will ich auch eigentlich gar nicht. So. Ich kann dann nicht mehr runter. Au! Mehr Schweinchen. Weniger Schweinchen. Ich will weniger Schweinchen. Ja, du musst das schon, bevor du da wieder hochspringst, musst du quasi das Portal da oben schon machen, sonst kriegt man das aber nicht mehr hin. Was jetzt? Und dann ist da unten auf dem Boden. Ja. Also, da hinten ist auch noch so eins. Da gehst du einfach rein und fliegst halt darüber. Und dann schnappst du dir so ein Mistviech. Muss dich halt beeilen. Und dann? Achso, was hast du denn da gemacht? Mach du das lieber wieder. Okay. Vielleicht erkläre ich auch irgendwas falsch. Oh, ich werde schon wieder abgeschossen. Oh. Achso, ich bin vorher gesprungen, ich Trottel. Ja, das dachte ich mir auch, dass man das eigentlich. Wie ist denn der blaue Glibber da jetzt hingekommen? Jetzt weiß ich auch nicht. Hä? Komm mal! Da hängt noch so ein Viech! Du kannst dich einfach hinter dir stellen und dann schießen die dich nicht ab, oder wie? Doch, sie versuchen es, aber. Dann nimmst wenn man du die halt... und dann kannst du, können sie nicht mehr schießen. Dann schießen sie überall hin, nur nirgendwo, wo Sinn ergibt. So. Was, wenn du auf den Knopf gehst? Ja, das bin ich gerade dabei. Ich bin etwas hüpfig. Jetzt ist da eins. Jetzt kann man. Moment. So. Dann hüpfen wir da rein. Okay. Was ist überhaupt das Ziel? Ja, das weiß ich nicht. Hä? Bei der anderen Ebene wussten wir, wir brauchen Würfel, aber, hä? Ja, hier ist das irgendwie so nicht ganz klar. Also, wir müssen auf jeden Fall diesen blauen Flubber in die Mitte da kriegen. Damit wir nachher in das Ziel hüpfen können. Ja. Aber, ja. Vor allen Dingen, ich kann hier nicht von dieser Plattform runter und du auch nicht. Wenn ich runtergehe, ist so. Ja, wenn ich runtergehe, ist so. Geht ja der Strudel nicht weiter. Das öffnet sich bei dir nochmal? Da oben ist noch so ein Kästchen. Ich habe eine Idee. Es ist ja auch immer nur ein Würfel. Das bringt doch auch nichts. Oh. Nein! Das häng ich da. Oh.
Haben wir jetzt... Wie kriegen wir denn jetzt den blauen Flubber da hinten hin? Wir müssen uns einen Würfel holen. Ah, da ist doch ein Würfel, oder wie? Nee, also da war doch vorhin so ein Würfel, den wir einglibbern konnten. Den kriegen wir hier nicht mit rüber, wegen dem Portal. Ja. Hä? Also hier muss doch irgendwas sein. Hier ist nichts. Wir müssen, glaube ich, einfach nur hier ein Portal machen. Ah, nee, draußen können wir ja nicht. Kommst du von da oben? Kannst du von da oben irgendwo draußen hinschießen, in die Mitte irgendwo? Draußen in die Mitte? Also da, wo der lange Weg ist, wo wir am Ende rüberspringen müssen, wo das gelbe, orange schon liegt? Nee. Ich komme nicht. Guck mal da durch. Bleib mal nicht hüpfen. Guck mal nach links. Links, links, links. Kann ich hier rübergehen? Nee. Kannst du damit irgendwas machen mit dem Strudel jetzt, wenn du den nimmst und irgendwo anders hinpackst? Das weiß ich noch nicht. Über dir? Da? Ja? Nee? Da? Da? Dann da reinhüpfen und dann, keine Ahnung. Dann mache ich da gegenüber ein. Nee, kann ich gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was das Ziel überhaupt ist. Ich kann auch gar nicht da hochhüpfen. Wie komme ich denn da? Ich komme aber auch nicht zum anderen Ding hoch genug gehüpft. Ich hüpfe hier einfach mal fröhlich weiter. Es ist schön hier. Warum ist eigentlich nur ein Kästchen bei dir auf dem Boden? Was macht denn das? Keine Ahnung. Bei mir ist eins an der Wand, weil ich ja da drücken kann. Ich kann hier mit gar nichts machen, außer darauf rum. Was öffnet sich denn bei dir nochmal, wenn du auf den Knopf gehst? Also, da ist so ein... ups. Da ist halt so ein... auch so ein Ding. Mhm. So ein Umdrehding halt. Und theoretisch könnte ich da jetzt halt einen Strudel hinmachen. Indem ich so drücke. Aber da kann keiner hochspringen. Also das. Kannst du nicht flubbern, da hochflubbern, hüpfen? Nee, wenn ich von dem Schalter runtergehe, dann ist das Ding da weg. Kannst du hier mal rüberkommen? Ach so, vielleicht? Ja. Was dann das Portal da gebracht haben soll, ist mir auch noch nicht so ganz schlüssig, aber okay. Hallo. Hallo. Doin, doin. Gucken, ob du da hochhüpfen kannst. Ich glaube nämlich nicht. Das reicht nämlich nicht. Mm-mm. Also, es reicht nie. Irgendwie. Kannst du da und da unten hinten auf dem Boden ein Portal machen? Also nicht da, sondern da hinten halt. Und dann da durchfallen wieder? Kommst du dann bis hier hin vielleicht? Ja, warte. Wenn du von da oben springst. Oh. Also versuch mal da, wo dieses orange Kästchen auf dem Boden ist. Ja. Das ist so einfach. Ja, das glaube ich. Ah. Ja. Das sah zwar komisch aus, aber ja. Aber ja. Ah, hier ist ein Knopf. Wo ist der Würfel rausgekommen? Ach, jetzt ist der Flubber. Wir sind fertig. Wuhu! Flubber, ich komme. Ups. Ja, ich muss aber mal gucken. Das war ja kompliziert. Ich wusste auch gar nicht, dass wir da zu zweit rüber gehen sollen. Ja. So. Jui! Da stimmt was nicht. Die Tür sollte sich öffnen. Ja. Ja. Das stimmt denn nicht? Die Kamera zum Schloss? Was ist mit der Kamera zum Schloss? Versucht es. Was soll man denn versuchen? Was? Kamera, Schloss? Ich hab's nicht verstanden. Geschafft.
Was hast du gemacht? Ich hab die Kamera ausgelacht. Das hab ich auch. Ach, ich hab gewunken. Oh mein Gott. Kriegen wir jetzt Kuchen? Die Spannung steigt. Oh. Was hat sie denn gesagt? Kamera? Keine Ahnung, was ist mit der Kamera? Irgendwas mit Schloss und Kamera ist. Ja, und dann habe ich in die Kamera gelacht. Ich hab ihr zugewunken, es hat nicht geholfen. Ich hab sie ausgelacht. Ah, oh, ich glaube, du musst auf jeden Fall vorspulen in der Folge. Ja, muss ich aber mal gucken, wie und wann. Also, wie lang ist die eigentlich? Das sehe ich, ich das nicht. Da eh nur diese einen Ebene. Ich wundere mich gerade, warum ich meine Tonaufnahme nicht sehe. Oh nein. Diese Testsubjekte. So viele Tests. Hast du sie gestartet? Die Wissenschaft dankt euch. Ist das Programm abgestürzt? Oh wehe. Oh nein. Wir haben es geschafft! Yay! Das kann ich niemals nachvertonen. Oh, wie gemein! Das Problem ist, ich komme gerade. Doch, jetzt kann ich. Doch, es läuft. Oh. Tonaufnahme ist da. Sie war einfach nur minimiert. Egal. Es quietscht. Es quietscht. Oh, Retter der Wissenschaft! Sehen wir die Akten ein. Kein Teamplayer. Soziale Inkompetenz. Was passiert hier? Ist undiszipliniert. Da waren gerade zwei Würfel. Wenn wir das jetzt mit A anfängt, wie lange soll es jetzt dauern? Keine Ahnung. Jetzt kommt das B. Ich will sich alles angucken. Aber ich lasse auf jeden Fall alles laufen. Schläf nur. Schlimm. Hey, das war ein Viech! Nie pünktlich. Oh, ein nie pünktlicher Mensch. Zuhörer. Häufiges Nichterscheinen. Ja, du kannst das ja dann einfach angucken und dir merken, wo er überhaupt gar nicht weiterkommt, und dir die Zeit aufschreiben und dann da halt vorspulen. Ja, gucke ich einfach mal, wie. Oh, hast Montage. Hast Montage. Wer tut das nicht? Ja. Oh, da war ich! Und da rennt gerade so ein Schießviech mit dem Würfel. Ich habe irgendwie Angst, dass wir jetzt was übelst Geiles verpassen, wenn ich jetzt wegschalte. Ich wusste halt auch gar nicht, dass man die Dinger halt auch hochnehmen kann. Man kann das aber halt nur. Immer zu spät. Wenn man dicht genug an den dran ist, du kommst meistens gar nicht dicht genug an die dran, um die hochzuheben. Immer schlecht gelaunt. Oh. Launisch. Ah, da bist du! Ja! Was machst du da? Ich weiß nicht. Konfliktscheu. Wie eine Einfolge, was machst du da? Jetzt gehst du wieder weg. Was sind das für Namen? Ist das jetzt? Sind das vielleicht die Bäcker? Also die Kickstarter-Unterstützer von früher mal irgendwie? Keine Ahnung. War das überhaupt mal ein Kickstarter-Spiel vor 10 Jahren oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, damals gab es sowas wie Kickstarter noch gar nicht. Als hätte ich gesagt, das sind irgendwie die Unterstützer oder so von früher. Das kann sein. Oder irgendwelche Rekorde? Oder. Bewegt Lippen beim Lesen. Vielleicht. Irgendwie sowas wie. Was du? Vielleicht sowas wie die, die Programmierer und so? Kann sein. Kein Mitgefühl. Da steht immer irgendwas. Das kann kein Mensch lesen. Betrüger.
sind erst bei M. Ja. Oh, M. Jeder war bei Fett. Ich hab nicht drauf geachtet. Oh nein. Musst du dir eine Folge angucken. Wo liegt das Problem? Oh, M. Brandstifter. Ja, bei den kleinen Viechern Brandstifter, ja natürlich. Oh, oh, ging schnell. Überzieht Mittagspause. Da war schon wieder ich. Aktuelle Aufgaben. Nicht mehr lange. Wie viele Testsubjekte, oh mein Gott.